Ja, dann legen wir los. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor unserem Heimspiel gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth am 27. Spieltag in der zweiten Fußball-Bundesliga am Sonntag, Ostersonntag, 13.30 Uhr geht's los. Hier im BWT-Stadion am Hartwald. Ganz herzlich begrüßen darf ich unseren Trainer Thomas Oral. Und der legt auch direkt los mit einem Update. Tommy, bitteschön. Ja, ich glaube, wir gehen gleich in die Fragerunden. Ja, ich denke, ja, dann fangen wir gleich so an. Dann geht's direkt los. Christoph, servus. Los geht's. Herr Oral, wie haben Sie denn die Mannschaft nach dem 1-3 bei Hannover 96 unter der Woche erlebt? Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, bin auch ein bisschen, man kann schon sagen, bin schon ein bisschen stolz drauf, weil die Mannschaft trotz allem eine Überzeugung hat in der Art, wie sie auch im Training auftritt. Ich glaube, dass wir in Hannover eine sehr gute Reaktion gezeigt haben aufgrund der Tatsache mit dem St. Pauli-Spiel im Rücken, was da gewesen ist, und verlieren natürlich das Spiel sehr, sehr unglücklich und haben auch einen großen Teil dazu beigetragen, dass wir das Spiel im Momentum so hergegeben haben. Nichtsdestotrotz haben wir wieder eine sehr, sehr intensive, gute Trainingswoche gehabt, aber ich kann mich nur wiederholen und ich werde mich auch wiederholen, weil es im Fußball nicht vorherzusehen ist. Wir brauchen diesen Brustlöser. Ja, wir müssen schauen, dass wir jetzt auch in eine andere Richtung gehen. Und vom Engagement und von der Bereitschaft im Training kann ich hier nichts vorwerfen. Also von Resignation keine Spur? Definitiv nicht. Ich meine, viele, die mich persönlich auch kennen, wenn ich sowas spüren würde, da würde ich natürlich dazwischen hauen ohne Ende. Aber die Mannschaft will. Also wenn ich eins gespürt habe und auch tagtäglich erlebe, die Mannschaft will. Wir wechseln. Marco Büsselmann, bitteschön. Es sind jetzt aktuell 5 Punkte Rückstand auf Platz 16. Ist das Spiel am Sonntag denn vielleicht die letzte Chance, um da nochmal ranzukommen und den Turnaround zu schaffen? Ja, wenn wir jetzt diese Rechenspiele anfangen, glaube ich, sind wir falsch beraten. Ja? Und es gibt ja auch einen Spruch fürs Phrasenschwein, wo man ganz klar sagt, solange es rechnerisch noch möglich geht, ist immer alles möglich. Christoph, bitteschön. Jetzt steckt die oder ist die SPV gegen Greuther Fürth auch nicht frei von Abstiegssorgen. Zeigt auch regelmäßig sehr wechselhafte Leistungen. Was erwarten Sie denn am Sonntag? Ja, es ist so ein bisschen auch Überraschung. Ne? Klar ist auch, wir persönlich, ich auch, gerade ich persönlich bin absolut unzufrieden mit unserer Situation, seitdem ich so hier bin. Klar, es ist steigende Tendenz, was die Inhalte anbelangt, mit Ausnahme von St. Pauli. Aber nichtsdestotrotz ist es auch so, dass wir einen Gegner haben, der immer mal wieder zwei Gesichter zeigt. Und es ist eine Mannschaft, die vor der Saison mit komplett anderen Ambitionen in die Saison gestartet ist, haben sich gefangen. Ist eine Mannschaft, die einen sehr guten, gepflegten Ball spielen kann. Und deshalb gilt es da auch von unserer Seite aus, uns so zu präsentieren, wie wir es in vielen Phasen gegen Hannover gemacht haben, bloß konstanter und länger. Ja, ihr könnt abwechseln, Marco. Wie sieht es beim Personal aus? Ich glaube, Eswein auf jeden Fall, Zenger und Framberger fallen aus. Noch jemand oder lasst es so? David Kinzombi. Und dann haben wir sie alle. Jetzt haben Sie es schon angesprochen, inhaltlich sieht es oft gar nicht schlecht aus. Von der Ausbeute her ist es doch eher mau. Können Sie sich das erklären oder hat da die Mannschaft auch irgendwelche Erklärungsansätze, warum man es nicht schafft, endlich mal zu punkten oder zumindest dreifach zu punkten? Wenn ich eine Erklärung suche, dann schaue ich ja immer auch ein bisschen auf die Chronologie eines Spiels. Und wir haben sehr viele Phasen, wo wir vorne sehr, sehr gut attackiert haben, wo wir Situationen nicht konsequent genug für uns ausgenutzt haben in vielen Spielen, bis auf St. Pauli, sogar St. Pauli, die ersten 10, 11 Minuten hatten wir 3 riesen Konterchancen, wo wir auch für uns mehr rausholen hätten müssen. Diese Situationen haben wir nicht so. Man merkt schon, dass die Mannschaft auch Bock drauf hat und spielt, ja?
Aber nichtsdestotrotz haben wir zu viele Situationen im Spiel gehabt in den letzten Wochen, wo das Momentum komplett gegen uns gelaufen ist. Aber wo wir auch nicht befreit sind von Schuld, weil wir viele Dinge dann auch einfache Sachen, wenn ich nur die Situation zum 1-1 sehe gegen Hannover, wo wir mit einem Five-Konzert eigentlich dann für den Gegner in die Kabine gehen und wir komplett es zugelassen haben, gerade in der letzten Minute der Halbzeit dann nochmal den Gegner stark werden zu lassen. Das sind so Dinge, die müssen wir abstellen. Da müssen wir etwas abgezockter sein, einfach ein bisschen dreckiger sein, ja, dass man solche Situationen nicht zulässt, ja, und die anderen Spiele von Nürnberg bis Kaiserslautern, die muss ich nicht wiederholen, das macht auch keinen Sinn. Klar ist, wir haben jetzt eine neue Chance, es kommt der ein oder andere Spieler zum Zuge jetzt, der in der letzten Zeit vielleicht nicht zum Zuge gekommen ist, und da gilt es jetzt einfach wieder neuen Mut und neue Hoffnung zu schöpfen. Daran anknüpfend, Sie haben es gerade gesagt, es kommen Spieler zum Zuge, die in letzter Zeit nicht zum Zuge gekommen sind. Letzte Woche der Arne Sieger, der eigentlich im Winter hätte gehen können, der am Weg hier El Zayn, der auch nicht viel Einsatzzeit hatte. Haben Sie sich einfach aufgedrängt oder ist es, wie soll man sagen, vielleicht so ein Vorgriff auf den Worst Case, weil das Spieler sind, die vielleicht auch in der dritten Liga beim SV Sandhausen bleiben? Nee, definitiv nicht. Ja. Ich habe das, was Sie gerade aussprechen, nicht einmal ausgesprochen und ich werde es nicht in meinen Gedanken haben, weil ich in der Vergangenheit gut damit gefahren bin, wirklich auch, wenn ich eine Überzeugung von der Truppe habe, auch so zu agieren. Und wir sind nicht in einer Situation, wo wir irgendwelchen Spielern Einsatzzeiten schenken oder weil sie sympathischer sind wie vielleicht andere. Klar ist, dass sie sich's verdient haben. Was im Winter war oder was jetzt noch vor 6 oder 8 Wochen war, das kann mich ja nicht interessieren. Ich sehe nur das, was ich auf dem Platz sehe. Und beide haben sich definitiv, und das haben sie auch ja mit der Art und Weise, wie sie sich präsentiert haben, bestätigt, haben sich das verdient und auch in den Einheiten erarbeitet. Marco? Zu Erik Zenger, wie lange fällt er noch aus? Kann man das schon sagen? Ich habe jetzt keine klare Aussage, wie lange das ist, aber es nützt jetzt nichts, über Spieler zu sprechen, die nicht zur Verfügung stehen, sondern wir haben einen guten Kader, der ausgeglichen ist und da ist dann ein Melem oder ein Papela schon in den Startlöchern und deshalb braucht man sich da keinen Druck machen, unnötigerweise. Fakt ist, wir müssen punkten und die zur Verfügung stehen, die werden versuchen, alles dran zu setzen. Christoph? Nein? Gut, dann habe ich noch gerade kurz ein paar Infos. Wir rechnen mit rund 4.500 Zuschauern. Dann darf ich hinweisen auf einen Aufruf der Szene 1916 zum gemeinsamen Support am Sonntag in Block A4. Betrifft vor allem die Heimblöcke A2 und A3, um mit voller Power zu unterstützen. Weitere Infos dazu auch in den sozialen Netzwerken. Und unser Fanradio der Hartwald-Hörfunk, präsentiert von Kurpfalz erleben, wird wieder auf Sendung sein. Los geht's, rund 10 Minuten vor Spielbeginn. Ja, dann bis dahin, allen schöne Ostertage und ich hoffe, wir sehen uns relativ zahlreich dann am Ostersonntag hier, 13.30 Uhr im BWT-Stadion am Hartwald. Dankeschön, bis dann, gesund bleiben. Tschüss.